Immer noch der 16.09.2017, nach dieser 1:0-Niederlage, die wirklich sehr, sehr herb war gegen Sandhausen, sind wir jetzt wieder unterwegs. Am selben Tag, zwei Spiele, so muss das sein. Dieses Mal hier jetzt in Dudenhofen, um vielleicht die Amateure wenigstens siegen zu sehen. Ich bin optimistisch, dass es wenigstens hier klappt. Aber schauen wir mal. In uns allen wohnt das Feuer, ist entfacht. Im Hause, wo Fritz Walter droht, der FCK ist hier die Macht. FCK, FCK. Super, super, sehr, sehr gut. Jawohl! Auf geht's, der Team! FCK Bürotechnik ist doch kein Verbrechen. Wir werden dafür kämpfen und lassen den Emotionen freien Lauf. Achtung, Arthur! Was ist denn Manni? Ah, der hat ruhig gespielt. Foul abseits! Lucha, 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 das wäre alles nichts Besonderes, sagst du, und du mich ins Gehen, weil es gäbe außer dem Hals ja noch anderes zu sehen. Sicher hast du recht, wenn du sagst, dass das aller Spur fällt. Aller Spur ist aller Spur. Weg das Ding! Komm raus! Lauf! Sie! Mach! Sie! Wer? Lauter! Mann! Ah! Hey! Super! Holz drauf! Ja! Umstoß aus, Schiri, Mann. Wobei, dieses Jahr war echt schade. Aber da haben wir noch was Besseres vor als im Fußball. Ja!
raus auf die Straße. In irgendeine Vorgaderin. Was ist denn das? Na gut. Fuck! Mach weg! Mach weg! Hey! Es ist los! Gut. Weißruf. Auf geht's, Leute, kämpfen und siegen! Aufwachen, aufwachen, aufwachen! Auf geht's, Leute, kämpfen und siegen! Ja, well, gut! Spiele nur die Mitte! Ah, komm! Oh, Sam! Außer! Komm! Weide! Das war's dann vom Spiel in Dudenhofen und das war doch mal was für die Lautra-Seele. Ach, das ist so schön, auch mal einen Sieg zu sehen und auch Tore feiern zu können, ohne gleich irgendwie zu denken, man kriegt wieder den Ausgleich, beziehungsweise sie dienen nur zum Ausgleichen, sondern wirklich zum Sieg. Sehr, sehr schön. Und auch toll ist, dass wir in diesem Spiel den Elfmeter bekommen haben, aber wie ich im anderen Video ja sagte, wag ich zu bezweifeln, dass wir den reingemacht hätten. Also hätten wir den in Sandhausen bekommen. Hier war ja auch der Fall, dass er gehalten wurde. Aber gebracht hat es den trotzdem nichts. 4:1 verdient gewonnen. Und somit auf Tabellenplatz 7, was ich unglaublich cool finde. Denn wenn man sich das anguckt, die nicht direkt darüber, sondern einige Plätze drüber, die haben schon ein Spiel mehr. Und jetzt können wir von 13 Punkten dann, wenn wir nächstes Spiel auch gewinnen, 16 Punkte kriegen und sind somit dann punktgleich. Das finde ich doch mal richtig cool. Doch nicht nur die Situation in der Tabelle können sich unsere Profis mal abgucken, sondern auch den Biss, den Willen und den Kampf, den die Jungs da hingelegt haben. Richtig geil. Also fetten Respekt und ganz große Daumen hoch. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei dem netten Herrn, leider weiß ich nicht, wer es war, der uns die Freikarten geschenkt hat. Echt richtig geil, wir haben uns tierisch drüber gefreut und hoffen, dass nochmal so ein Doppelspieltag möglich ist oder dass wir öfter mal zu den Amas fahren können. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und wir sehen uns im Blog.